auf meinem Kanal Fahrlos Netzwerk, dem ersten Video im Monat November. Das letzte Video war ja eher ein Monatsrückblick vom Monat Oktober und jetzt wieder mit einem, jetzt wieder weiter. Heute mal nichts zum Vorstellen, nichts zum Zeigen, gar nichts, sondern habe mir mal überlegt, ein 10 Fragen Video zu machen. Einmal so von mir so ein bisschen, habe ich mir auch aufgeschrieben. Jo, das denn so unter dem Motto Fahrlo persönlich. Jo, dann würde ich auch sagen, noch einen Schluck Tee. Dann fangen wir mal an. Dann fange ich mal an. Erste Frage. Hast du Haustiere? Ja, ich habe Haustiere. Eine Katze. Das ist eine Javanese. Orientalisch Langhaar. Und die heißt Fuzzi. Die heißt wirklich so. Und ja, ist eher ein Spitzname. Den richtigen Namen kann man nicht aussprechen. Deshalb Kurzname. Hört auch auf ihren Namen. Sollte mal ein Hund werden, kann dann alleine laufen. Und hört auf den Namen. Ja, ist eine ganz süße. Manchmal ein bisschen zickig, eine kleine Diva. Aber im Großen und Ganzen ist sie lieb. So, wo siehst du dich in 10 Jahren mit YouTube? In 10 Jahren mit YouTube, ja, dass ich immer noch Videos mache, hoffe ich, dass ich da noch so Themen mir noch einfalle, aber ich denke mal, ja. Ja, und dann auch vielleicht den ein oder anderen Abonnenten habe und ja, und eben halt, dass mit der Spaß an der Freude nicht verloren geht, Videos zu machen. Brauchst du lange für ein Video? Also vom Videodreh her geht das, wenn ich nicht mich so oft verspreche und wieder neu anfangen muss. Also ich mache keine One-Tapes-Videos, sondern das läuft schon so ein bisschen. Ja, muss dann ja noch geschnitten werden. Also ich denke mal so 2-3 Stunden so. Denke ich mal, vom Dreh bis zum Auf, also auf dem Rechner, dann schneiden, dann muss die passende Musik, dann muss es geschnitten werden und dann, ja, naja, und dann eben halt noch die Zeit zum Übertragen. Gut, das zähle ich jetzt nicht dazu, da können wir ja was anderes machen. Was benutzt du zum Videodreh? Zum Videodreh benutze ich eine Nikon Coolpix Kamera. Ja. Macht auch sehr gute Aufnahmen, auch vom Foto her, kann man auch als Fotoapparat benutzen und ja, und dann eben halt auch zum Videodrehen. Welches Programm benutzt du zum Schneiden deiner Videos? Ich benutze das Apple hauseigene iMovie. Damit habe ich mich ganz gut zurechtgefriemelt, also komme damit auch ganz gut zurecht, weil passt gleich alles, kann man die Musik schön reinziehen und schieben, ohne da extra groß erst da zu klicken und da zu klicken. Ja, also das nutze ich. Seit wann bist du bei YouTube? Ja, habe ich gestern, wie ich die Frage aufgeschrieben habe, habe ich auch überlegt. Also es sind jetzt bestimmt 2 Jahre. 2 Jahre bestimmt. Vor diesem Kanal hatte ich ja noch einen anderen Kanal, der hieß ja Saadreams. Den habe ich ja dann umgeändert in Fahrlos Netzwelt. Und da hatte ich auch schon einige Videos gehabt. Aber, weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau. Müsste ich dann nochmal nachschauen und blende das dann unten mit ein. Gehst du arbeiten? Wenn ja, wo? Ja, ich gehe arbeiten und ich arbeite im Handel. Und das auch sehr gerne. Handel. Im Handel hat man eben den Vorteil, dass man eben halt mit Menschen zusammenarbeitet. Und können wir jetzt nicht so vorstellen, so im
kleinen Büro und dann sehe ich ganzen Tag nur mal den einen oder anderen. Also, ne, das wäre nichts, was mir da so gefallen würde. Wo bist du geboren? Geboren bin ich in Berlin, habe dort auch sehr, sehr lange gewohnt, bis eigentlich 2009. Und seit 2009 im August dann hier in Saarbrücken. Ja. Wird man immer hier in Saarbrücken immer so angeguckt, so wie kann man denn vom großen Berlin nach ins kleine Saarbrücken ziehen. Aber ist halt so, Berlin ist nicht mehr das, was es mal gewesen ist. So zum Urlaub machen ist es sehr schön. Aber ja, jetzt leben könnte ich mir da gar nicht mehr vorstellen. Aber naja. Bist du geduldig? Ja, bin ich eigentlich. Geduldig bin ich, also auch ärgere mich dann immer meistens so über mich selber, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn man irgendwas falsch gemacht hat und dann oder falsch geklickt hat am Computer und dann so, ach, da hätte man ja da klicken können. Aber so im Großen und Ganzen, ja, bin ich eigentlich. Was magst du nicht? Ja, wenn einer zur Milch sagt, das mag ich nicht. Also, wenn dann geschlossene Milch, aber wenn einer sagt zur Milch, zur ist kein Wort und keine Sache, sondern ist einfach nur zur Milch, ja. Also, das habe ich immer das Bedürfnis zu verbessern, das heißt geschlossene Milch. Das mag ich nicht. Oder Süßes mit Herzhaften, so wie Toast Hawaii oder diese Ananas. Entweder nur süß oder nur herzhaft. Also das, nee, das kann ich auch nicht. Dann mag ich auch nicht, wenn der Teller nicht richtig angerichtet ist. Bei mir hat es immer so ein System. Da müssen da die Kartoffeln sein, das Gemüse, das Fleisch und die Soße. Und dann, ja, weil ist halt so und ja. Jo, das waren jetzt meine Fragen, ja, die ich jetzt so mal selber beantwortet habe. Vielleicht habt ihr noch Fragen an mich, die ihr mir gerne stellen würdet. Könnt ihr gerne tun. Gerne als ins Kommentarfeld reinschreiben. Jo, und dann sage ich mal, wird's das oder war's das jetzt erstmal mit dem Video? Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Wann ich das Video hochlade, weiß ich noch nicht. Wird man sehen. Also sage ich jetzt schon mal eine schöne Restwoche. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Video und dann tschüss, euer Olaf von Fahrlos Netzwelt. Tschüss!